Den Norden haben wir jetzt in diesen Vorhersagevideos oder in meinen Unwetter-Updates von heute Mittag genügend durchgekaut. Jetzt geht langsam der Fokus Richtung Süden. Denn jetzt kommen aus den Alpen heraus wirklich sehr, sehr schwere Gewitter bzw. Unwetter, die dann auf München, Augsburg etc. zuziehen. Und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier bei Justins Wetter zu diesem Unwetter-Update 3.0. Wenn ihr Fotos, Bilder, Videos von Unwettern, generell von Wettergeschehen habt, schickt sie mir gerne an justinswetter@gmail.com und wir starten rein. Schauen wir jetzt mal auf das Radarbild und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut, wie sich diese Radarvorhersage und das zurückliegende Radar und dann sehen wir, wie sich diese wirklich sehr, sehr heftigen Gewitter dann hier doch gebildet haben. Aus den Alpen heraus sind die dann noch weiter nach Norden gezogen. Mit Starkregen, Hagel, Sturmböen. Hier gab es aktuell auch mal eine Zelle oder vor kurzem eine Zelle, die teilweise 4,5 cm großen Hagel gebracht hat. Und im Süden wird sich das weiter so halten mit diesen wirklich sehr, sehr schweren Unwettern. Auch noch Richtung Norden hätten wir dann doch kräftige Gewitter, die hier möglich sind. Und dann ist das jetzt für den Süden nur noch das Update. Und da sehen wir dann, wie gesagt, aus den Alpen heraus diese wirklich sehr, sehr schweren Gewitter. Auch noch Richtung Ostbayern einzelne heftige Zellen mit dabei. Das Ganze verlagert sich wohl langsam weiter Richtung Osten bis in Nordosten wohl. Und da kommt dann auch zusätzlich noch einiges an Niederschlag vom Himmel mit teilweise bis zu 60, 70 Liter pro Quadratmeter in diesen wirklich sehr, sehr heftigen Zellen. Die es hier geben wird, kommt wie gesagt einiges an Niederschlag vom Himmel und hier das Ganze jetzt nochmal eingekreist. Also in diesem Kreis, Achtung, hier muss man dann noch mit heftigen Starkregen-Unwettern rechnen. Jetzt gehen wir dann nochmal auf die Warnkarte ein und das ist jetzt die Warnkarte hier vom Süden. Also Achtung in diesen Bereichen vor Starkregen, Hagel und auch Sturmböen. Und vor allem der Starkregen wird hier dann die Rolle spielen. Hier kann es dann doch zu schnell zu Überflutungen kommen. Wie gesagt, hatte ich ja gerade die Niederschlagskarte euch gezeigt mit diesen sehr, sehr hohen Regenmengen. Aber wie gesagt, hier muss dann doch aufgepasst werden. Also da wirklich Achtung. Wir sind fast schon durch. Wie gesagt, Hauptgefahr ist der Starkregen. Und dann verabschiede ich mich. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann jetzt Kanalmitglied werden würdet. Außerdem würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und wie gesagt, alles kein Muss. Und wir sehen uns dann im nächsten Update oder in der nächsten Wettervorhersage eher. Das wird jetzt das letzte Update gewesen sein. Morgen früh wieder.